Hallo und herzlich willkommen zur dritten Liga hier bei uns auf Krone TV. Heute ein Gast bei uns, er wurde Herbstmeister, die Saison wurde abgebrochen, annulliert, also auch nicht mehr Herbstmeister. Carsten Janker, hallo und herzlich willkommen. Du bist ja Trainer des FC Machfeld, Donau, Mansdorf, Goss-Enzersdorf. Hallo. Grüß Gott. Gut. Ja, wie schwer ist es für dich immer zum Aussprechen, wenn du den ganzen Vereinsnamen nimmst oder sagst einfach nur, ich bin Machfeld-Trainer? So ungefähr, also der FC Donau Mansdorf. Brauchen wir nicht, also wir wissen, wo wir herkommen. Aber er ist schon etwas lang, ja. Er ist schon etwas lang, ja. Vielleicht kommen noch ein paar Ortschaften dazu, wie Ort an der Donau und so weiter. Nein, dann ist es noch schwierig. Ich glaube nicht. Carsten, die Saison wurde ja leider abgebrochen. Wir wissen das ja schon sehr lange. Sie wurde annulliert, das heißt, der Herbstmeistertitel zählt auch nicht mehr. Die Bilanz, aber kommen wir ganz kurz zurück, die Bilanz, 18 Spiele, 13 Siege, 3 Remis, 2 Niederlagen, 34 zu 15 Tore, 42 Punkte, war herausragend, oder? Also wir haben bis dahin schon eine sehr gute Saison gespielt, ja, aber ohne Ende ist natürlich ist bitter, aber es ist für alle Mannschaften bitter, ja. Also es war dann auch oben noch spannend mit Rapid 2, also die ja aufsteigen wollten, also sicher auch nicht einfach für die Rapid 2 und auch für den Verein nicht und für uns und für unsere Spieler natürlich auch nicht, wenn du Herbstmeister, umher habe ich nichts gegeben, also das weißt du selber, dass das mir eigentlich ziemlich wurscht war, aber wir waren auf einem sehr guten Weg und ich glaube, wir haben einen ganz guten Fußball gespielt und auch erfolgreich und das ist natürlich auch nicht so einfach zu verkraften für die Spieler und auch für den Verein. Vor allem die letzten zwei Jahre oder die letzten zwei Saisonen in Mansdorf, im Machfeld, ja sehr erfolgreich gewesen. Zuerst der Friesenbichler Trainer, sehr erfolgreich, dann bist du gekommen. Haben viele nicht verstanden, viele haben dann gesagt, warum entlasse ich quasi einen Trainer, der Erfolg hat und hole einen neuen. Man wollte einfach einen nächsten Schritt setzen. Diese erfolgreiche Zeit hast du jetzt fortgesetzt, eben mit diesem Herbstmeistertitel. Befleckt, kann man sagen, wurde diese weiße Weste in den letzten zwei Spielen. Wie sehr hat dich das geärgert? Oder hast du gesagt, eher so, ja, kann passieren, Burschen, Kopf hoch, weiter geht's. Da hat man nämlich zweimal verloren. Ja, Stripfing und in Mattersburg. Und Mattersburg. Also das letzte Spiel der Hinrunde, genau. Das erste der Rückrunde. Mich ärgern immer Niederlagen. Aber man ist ja, es ist ja klar, dass es irgendwann mal passieren müsste oder sollte. Ich fand aber nicht, dass wir in Stripfing schlechter waren, sondern trotzdem einfach in gewissen Situationen, die passiert sind, war da diesmal das Spielglück nicht auf unserer Seite, was wir vorher sicher auch hatten, weil wir hätten auch vorher sicher Spiele unentschieden oder auch verlieren können. Und in Mattersburg fand ich fast, dass wir mit einer unserer besten Spiele gemacht haben. Aber da war halt, wir haben geführt, den Elfmeter, da wo einer in die Luft springt und der Schiedsrichter denkt, das war ein Foul, was keins war. Und so wurde es halt drin, war jetzt nicht sauer, aber ich ärgere mich natürlich über Niederlagen. Aber das haben wir dann... Dann war ja die Pause. Das haben wir dann noch vorher besprochen, nicht, dass wir das mit reinnehmen in die Winterpause. Aber geärgert hat es mich schon, natürlich. Vor allem, wenn es das letzte Spiel der Herbstmeisterschaft ist und gleich den Auftakt auch noch. Viele haben sich dann schon die Hände gerieben und haben gesagt, in Mansdorf, die schwächeln jetzt ein bisschen. Leider ein bisschen zu spät, weil jetzt kommt die Winterpause, vielleicht können sie sich wieder erholen. Erholt habt ihr euch, 4 Punkte dann aus den ersten 2 Spielen gemacht, 1:1 gegen die Admira und dann ein Sieg. 3:1 in Treskirchen. Genau, in Treskirchen. War auch ein sehr gutes Spiel, ist auch lange auf Messerschneide gestanden. Ihr habt dann, glaube ich, in der Nachspielzeit oder in der 90. so dann das 3:1 gemacht. Ja. Aber 4 Punkte, das heißt, man hätte ja wieder Brust gezeigt und gesagt, man ist wieder da. Also wir waren auf einem sehr guten Weg. Also ich glaube auch, dass wir in das Treskirchen sehr gut gespielt haben und wir auch ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Dafür, dass es der zweite Spieltag war, hast du die lange Pause. Du warst im November, Mitte November warst du in der Pause, dann weißt du nie, wie du weiter trainieren musst. Dann hast du Programm, dann hast du die Vorbereitung. Und ich denke, dass wir insgesamt ein sehr gutes Spiel abgeliefert, so wie Treskirchen auch, wie du gesagt hast. Das stand auf Messerschneide und wir haben dann zum Schluss einen Konter gefahren und haben 3:1 gewonnen. Und wir wären bereit dafür gewesen, um die Meisterschaft mitzuspielen, ja. Glaubst du, hätte es gereicht? Ich weiß, hätte, wäre ich bei dir hätte, immer ganz, ja, ja. Ganz, ganz schlimm. Und, also ich glaube, dass wir sehr gute Möglichkeiten hatten, ja. Also und ich habe mich auf die restlichen Spiele gefreut. Wir auch. Eine Meisterfeier haben wir mit Carsten Janker schon erlebt. Die Horner. Was hat dir am besten imponiert oder am meisten gefallen von dir, von der Performance einer Mannschaft, vom Verein her in dieser Saison bis zu dieser Corona-Pause? Was hat dir am meisten imponiert? Es gibt die Trainingsmentalität, die sie haben. Also, dass ich
sehr wenig anschieben muss. Also ich verlange halt schon diese 1 Stunde 15 oder Stunde 30, die sie da sind, dass die nicht abgesessen wird. Also es geht halt schon darum, etwas zu erarbeiten oder sich zu verbessern oder sich vorzubereiten auf den nächsten Spieltag oder in der Vorbereitung sich auf die Meisterschaft vorzubereiten. Das taugt mir, dass ich eine riesen Mentalität habe, eine riesen Trainingsmentalität habe, wo wirklich zu 95% Gas gegeben wird, weil du kannst halt nun auch nicht jedes Training. Und im Spiel ist es die Siegermentalität, auch wie sie mit Rückstand umgegangen sind und dann, wenn es X steht, auch bis zum Ende noch probieren zu gewinnen zu wollen. Das zeichnet deine Mannschaft also aus, diese Mentalität, die sie haben. Ganz kurz noch. Für mich persönlich. Ja, für dich persönlich. Kapfenberg. War auch so ein Spiel, glaube ich, wo man sich ein bisschen ärgert im Cup. Ich habe eigentlich schon damals auf euch getippt, dass ihr aufstehen könnt. Ihr habt es dann leider verloren. Hat man da auch schon gesehen, dass die Mannschaft reif wäre, zum Beispiel für so einen Aufstieg in eine Liga höher? Wir sind ja eher von der Infrastruktur her nicht bereit. Also noch einmal, deshalb, das ist jetzt am Arbeiten. Also sind ja drauf und dran. Also es passiert ja schon was in Mannsdorf. Aber wir haben jetzt das Pokalspiel verloren durch individuelle Fehler. Also das waren halt zweimal, wo man nicht aufgepasst hat. Man hat auch gemerkt, dass es körperlich ein bisschen mehr war. Aber ins Karpfenberg war zu schlagen, aber wir haben es an dem Tag nicht richtig rübergebracht. Es ist dann diese, wir kennen sie schon, diese Corona-Krise gekommen, 18 Spieltage, das wieder annulliert. Bist du der Meinung, das war richtig oder hätte man zuwarten sollen, so wie zum Beispiel bei Bundesliga und dann sagen können, okay, spielen wir halt jetzt weiter dann irgendwann. Diese Meisterschaft, was viele auch gesagt haben, dann spielen wir es einfach im Herbst fertig oder im Frühjahr dann? Also ich glaube, dass alles richtig gemacht worden ist und auch dieses Abwarten. Ja, wir haben ja diese finanziellen Möglichkeiten in der Liga nicht, diese Tests zu machen. Also ich denke, dass in der ersten österreichischen Bundesliga auch diese Tests gemacht werden. Diese Möglichkeiten hätten wir gar nicht und ich glaube, das ist der richtige Weg. Hättest du gerne diese Meisterschaft im Herbst weitergespielt? Wäre natürlich schwierig gewesen, wenn es die Vereine nicht durchhalten. Und du hast dann auf einmal jetzt wie Ebreisdorf, die nicht mehr weiterspielen. Und wo andere Mannschaften kann ich den Kader vielleicht dann auch nicht mehr haben. Und natürlich hätte, aber was wäre, wenn? Also sehr schön gewesen, Tabellenführer gewesen, ein bisschen Vorsprung gehabt auf den zweiten. Ja, das ist halt so. Also man muss sich auch mit gewissen Dingen abfinden. Also es gibt, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es gibt, glaube ich, Wichtigeres. Ich glaube, ja, mit den Maßnahmen, das liest du auch immer, man kann natürlich auch die andere Seite, wo immer geschimpft wird, auch viele Leben gerettet. Neue Saison soll im September... Nicht nur mit den Fußballmaßnahmen, sondern mit dem ganzen Paket, was in Österreich abgegangen ist. Und deshalb ist der Fußball an dritter, fünfter Stelle. Also deshalb, auch wenn es alle lieben und manchmal auch hassen. Aber jetzt ist die Lockerung wieder da, keine Maskenpflicht mehr, wenn man in den Supermarkt einkaufen geht und so weiter und so weiter. Jetzt wird vielleicht bald vielleicht wieder mal Normalfußball gespielt. Da kommen wir dann auch gleich zur Saison 2021. 15 Clubs, hast du angesprochen, Ebersdorf hat sich verabschiedet in die Gebietsliga. Wie hast du das aufgenommen, diese Entscheidung der drei Verbände, keinen aufsteigen zu lassen? Findest du das als richtige Entscheidung? Viele Leute sagen ja, vor allem die natürlich, die betroffen sind, das ist ein Wahnsinn, eine Katastrophe. Viele sagen, naja, wie hätten sie denn entscheiden sollen? Findest du die richtig, die Entscheidung, dass keiner aufsteigt, mit 15 zu spielen? Wenn die Möglichkeit bestanden hätte, auf 16 zu machen und sagen wir mal, drei einigen sich nicht, ja, dann los ich, dann würfle ich. Also ich spiele, ich Mensch, ärgere dich nicht. Aber was auch immer. Aber das wäre wenigstens eine Mannschaft, wäre dann belohnt worden. Das verstehe ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Das verstehst du nicht. Aber dass dann vielleicht die Verbände, ich habe mit Peter Kremmeier geredet, der Siegendorf-Präsident war letztes Mal da bei uns zu Gast, aber ich stehe davor, der burgenländische Verbandspräsident sagt dann, na gut, dann ich gebe halt dann nach und sage, die Wiener soll aufsteigen. Dann ist Feuer am Dach in Burgenland, oder? Deshalb ja. Würfeln. Alle Würfeln. Drei. Oder losen. Oder losen oder streichen. Münze werfen. Ja, was auch immer. Also es wäre eine Möglichkeit gewesen, wenn du dich nicht einigen kannst. Und ein Verein hätte das Glück gehabt, dann hochzugehen. Das ist ein Glücksspiel, sozusagen. Wenn sich keiner einigen, muss man eine Lösung finden, wo alle mit leben können. Und ich sage halt dann... Also, dann entscheidet das Glück. 33,3% Chance, oder? Dann entscheidet halt das Glück. Für einige nicht, ja. Neue Saison haben wir schon angesprochen. Wie schaut die aus in Machfeld?
Man hört ja, man hat gehört, es wurden schon Verträge Anfang der Saison verlängert. Jetzt hat man wieder gehört, nein, das stimmt nicht. Es werden Kürzungen durchgeführt, damit sind die Spieler wieder nicht einverstanden und so weiter und so. Ich weiß, es ist nicht deine Baustelle so, aber ja, ich frage dich trotzdem. Die Spieler schon, aber nicht jetzt Verträge machen mit den Spielern. Also es ist natürlich so, wie man weiß immer im Endeffekt noch nicht, wie es jetzt weitergeht. So, der Plan ist so mit Anfang September, dass du vielleicht so 15. oder 20. Juli mit der Vorbereitung anfangen könntest. Das ist jetzt ungefähr in unseren Köpfen. Wir hatten gewisse Gespräche auch mit dem Präsidium und die Gespräche laufen. Also ich hätte natürlich, dass der Kader zum größten Teil zusammenbleibt, aber die Spieler müssen natürlich auch gewisse Kürzungen in Kauf nehmen, weil halt das Corona dazwischen gekommen ist. Du bleibst aber Trainer. Ja, ich habe verlängert. Also ich habe mich auf einen Jahresvertrag geeinigt. Gibt es Spieler, wo du sagst, okay, nein, also die brauche ich jetzt nicht mehr, die können gehen, das sind Abgänge, die schon fixiert sind. Gibt es schon Leute wie Zugänge, wo du sagst, das ist ein Wunschspieler von mir, den möchte ich unbedingt haben? Oder willst du eigentlich deine Mannschaft zusammenhalten, weil du ja mit ihr erfolgreich warst? Natürlich hätte ich sie gern zusammengehalten, aber ich habe auch schon einigen mitgeteilt, dass sie gehen können. Und ich habe auch allen mitgeteilt, mit denen ich gerne verlängern würde. Aber die Gespräche laufen. Und wir sind dann gespannt, was am 15. oder 20. Juli dann auf dem Trainingsplatz da ist. Ihr trainiert jetzt ja noch. Bei euch gibt es Verträge bis Ende Juni, was du mir gesagt hast. Wie schaut das Training derzeit aus? Kann man nicht viel machen, oder? Ja, man versucht es halt hochzuhalten. Passform, Torschuss, alles mit dem gewissen Abstand, Koordination, also alles, was man mit Abstand machen kann. Also auch, wo ein bisschen Spaß dabei ist. Mhm. Also ich versuche halt schon, meistens ist der Torschuss mit dabei, dass auch immer unsere Verteidiger aufs Tor schießen, die machen es ja nicht so oft. ja, die köpfeln lieber, glaube ich. Ja. Aber man kann ja gewisse Übungen finden und ich versuche es hochzuhalten, aber auch nicht zu oft. Also wir trainieren zweimal die Woche plus einen Lauf, also weil du merkst, dass kein Ziel ist. Ja? Also du hast am Wochenende kein Spiel oder du hast in 6 Wochen keinen Saisonstart, also du merkst halt schon den Unterschied. Aber sie sind eh brav, aber einfach um fit. Du merkst irgendwie die Corona. Ich habe im ersten Training, was dann Gruppentraining war, das waren glaube ich 4 oder 5, und dann habe ich eine Passform, die haben geblasen wie die Lokomotiven. Ich dachte, was jetzt passiert? Ja, und zwar ein Laufprogramm, das war halt schon ein Unterschied wie nach der Winterpause. Das war schon sehr extrem. Was hast du gemacht in der Corona-Pause? Ganz kurz noch auf das zurückzukommen. Kein Fußball, keine Fitnessstudien haben offen. Bist du nur laufen gegangen? Ja, ich bin draußen laufen gegangen und habe versucht, Übungen zu machen, die mich ein bisschen fitter halten. Aber es wurde dann immer weniger. Ja. Mit der Zeit lang. Irgendwann, ja, aber das ist ja auch das Problem, was dann Spieler haben zum Beispiel. Ne? Jetzt bist du Trainer und gibst ihnen ein Laufprogramm. So, jetzt gehen die 6 Wochen lang nur laufen. Haben eine Vorbereitung eigentlich gerade hinter sich gehabt im Winter, wo man auch relativ viel laufen geht. Dann wieder jetzt diese Corona-Wintervorbereitung, Pause. Ist schon hart, oder sowas? Ja, es ist nicht einfach, aber ich denke, man muss sich mit den Gegebenheiten anpassen. Das ist einfach so. Natürlich kann man einen Tag heulen oder raunzen oder was auch immer, aber du kannst das nicht ändern. Ja, das stimmt. Was wir auch nicht ändern können, du hast gesagt, Glücksspiel, würfeln, Mensch, ärgere dich nicht oder nicht so. Glücksspiel. Eine Lösung zu finden, von mir aus losen. Also früher gab es das auch. Also es gab es ja bei Spielen, gab es einen Münzwurf. Ja, genau. Strohhalm ziehen oder irgend sowas. Ja, wer den kleinsten hat, muss. Ja, genau. Kennst du das Spiel Stadtland Fluss? Ja, aber das werden wir jetzt nicht spielen, oder? Oh ja, wir spielen das jetzt. Stadtland Fluss, 3. Liga Edition heißt das. Boah. Meine Damen und Herren, ich spiele jetzt mit Carsten Janker Stadtland Fluss. Ja, meine Damen und Herren, Carsten Janker, wie lange hast du das schon? Ist die halbe Stunde noch nicht vorbei? Oder? Nein, ist noch nicht vorbei. Nein. Wir haben noch ein bisschen Nachspielzeit, heißt das. Machst du das oder was? Es ist super. Mir gefällt das. Zeitauffüller. Zeitauffüller. Ernst Baumeister hat das 40 Jahre lang nicht gespielt. Okay. Thomas Flögel ungefähr 35 Jahre nicht. Wie lange ist es bei dir her? 7. Ah je, das ist ja, bist du eigentlich schon ein Profi vielleicht darin. Wie ist das damals ausgegangen? Hast du noch verloren gegen meine Kinder. Ah, ja, aber das ist meistens so. Aber du lässt deine Kinder nicht gewinnen, oder? Nein. Das gibt's nicht. Nein. Also du bist schon so einer wie ich, der sagt, wenn sie gewinnen wollen, dann müssen sie sich anstrengen. Ja, okay. Oder besser sein. Ich schaue mal, wer jetzt besser ist. Carsten, du kennst das. Einer sagt A, der andere sagt Stopp. Dann gibt es einen Buchstaben und dann muss man diese 10...
Und das spielen wir jetzt in der nächsten Viertelstunde, oder was? Nein, wir spielen das nicht in der Viertelstunde. Es geht 90 Sekunden ein Spiel, okay. Also ein Buchstabe ist wie beim Fußball, 90 Minuten, 90 Sekunden. Okay. Drei Buchstaben und dann rechnen wir zusammen, okay. Und dann... Okay, passt. Und dann vergleichen wir noch. Dann vergleichen wir noch. Okay, dann darfst, ja, du anfangen. Ich darf anfangen? Soll ich A sagen? Ja. A? Stopp. H. Okay. Ja? Los geht's. Aber leserlich schreiben, ja? Ach, hör auf. Komisch in dem Tisch, aber sonst. Ich glaube, das ist. Ostliga-Kicker, tust du ein bisschen leichter, oder? Weiß ich nicht. Weiß noch nicht. Schiedsrichter. Wer ist der? Ah ja. Geht auch Ex-Sportler oder muss der Sportler? Geht auch Ex-Sportler. Also geht auch ein Fußballer. Geht auch ein Fußballer. Aber nicht den Vornamen bitte schreiben. Ja. Und bei Land bitte nicht Hamburg-Land hinschreiben, ja, oder so. Ist ja, ist mir schon klar. Verein muss einige haben nämlich Salzburg-Land hingeschrieben zum Beispiel oder so, ja, als Land. Also, okay. Habe ich eigentlich einen Spieler mit Ostliga-Kicker mit H? Hast du einen in deiner Mannschaft? Geh's einmal durch. Boah, ja. Petermann, Benchun, Grotzic, Trapper. Trapper habe ich nicht, meiner Meinung nach. Natürlich peinlich. Wirklich? Ich bin aber nur bei den Spitznamen. Hasi, ne? Schreib ihn Hasi. Bei den Spitznamen bist du. Ich hänge schon wieder mal bei dem Fluss. Aber wir haben noch 4 Sekunden jetzt. Ehrlich? Ostliga-Kicker wird heilig. Sagst du einen mit H? Stopp, ja. Natürlich. Ist jetzt Schluss, oder was? Ist schon Schluss, okay. Mit dem ersten Buchstaben. Abrechnung. Ja. Tag der Abrechnung. Okay. Stadt? Hamburg. Richtig. 5 Punkte für, ja, beide. Ja. Holland. Land? Holland. Ja. Niederlande eigentlich, oder? Ja. Holland und Niederlande sind beides Namen. Ah, okay. Gut, Haiti. Das sind 10 dann, oder? Das sind 10. Fluss habe ich keinen. Die Havel. Meiner Meinung nach einer. Die ist gut. Kennst du? Nein. Okay. Schauen, können wir nachschauen? Nein. Ich vertraue dir. Ich glaub, so wie Werner Trost, der hat hingeschrieben Graz. Wir schauen da hier oben. Ja, der hat hingeschrieben Graz. Und dann heißt es eigentlich Grazbad. Ja, ist in Ordnung. Hafe, ja. Musikinstrument, aber ist egal. Name? Nicht die Hans. Harald. Was? Harald. Okay. Sportart? Handball. Ja. Ostliga-Kicker. Keinen Ostliga-Kicker, du bist Trainer. Du musst, das ja, doch ja. Musst die Liga auswendig. Haas. Philipp Haas. Ja, stimmt. Ja? Schiedsrichter? Hamed. Hamed, Hakam. Also 10. Ja. Fußballbegriff? Handspiel. Ja, habe ich auch. Sportler? Hamann, Didi Hamann. Ja, Hinterseher. Kannst du jetzt aussuchen, wem, ne? Ja, ja. HSV. Hannover. Ja, aber doch, das schreibe ich nicht, weil du bei der Staatssieger Hamburg geschrieben hast. So, was haben wir denn? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, ja? Beide 75, mhm, haben. Wenn richtig. Gut gerechnet, Herr Janke. Hast du ja. 1 frei. Mhm. Jetzt darfst du. Stopp. M. M. Mhm. Los geht's. Boah, ich bin noch gar nicht wach. Wirklich nicht. Obwohl es eh schon fast am Abend ist. Boah, ganz schlecht. Können wir das streichen? Nein. Das ist dein Buchstabe. Hm. Schon Ostliga-Kicker. Denke ich gar nicht drüber nach, die nicht als Null schon. Ist ja schwer, oder? Sportler. Ich stehe voll auf dem Schlauch jetzt. Ich beim Ostliga-Kicker und beim Schiedsrichter.
haben wir noch? Ein paar Sekunden noch. 15. Schiedsrichter. Marathon eine Sportart schon, oder? Natürlich. Gut. Dann brauche ich nur noch den Ausklicker-Kick. Stopp! Komischerweise haben alle Trainer Probleme bei den Ostliga-Kickern. Ich schaue mir das an und ich sage, sie sehen meistens den Vornamen und bei uns sind sie wirklich die Spitznamen. Also ich bin halt auch manchmal, wenn ich dann sowas schreibe, muss ich mir ein bisschen Strapast, Strapajevic, also das kriege ich schon noch hin. Aber sonst schaue ich mir die an und dann bin ich völlig weg. Gut. Stadt. Mailand. Ja, Memmingen. Okay. Land. Madagaskar. Moldawien. Zu viel Film geschaut, oder? Mhm. Fluss. Moldau. Main. Dein? Main. Name? Michael. Marco. Sportart? Marathon. Motocross. Okay. Nein? Ostliga-Kicker. Moa? Oh ja. Schiedsrichter? Markus Merck. Markus, den habe ich nicht. Ich sehe ja deine Generation. Ja. Fußballbegriff. Habe ich nicht geschrieben. Ah, fällt da noch was ein? 5, 4, 3, 2, 1, rechts. Wem? Masseur habe ich geschrieben. Das ist ja kein Fußballbegriff. Oh, das ist schlecht. Masseur ist doch kein Fußballbegriff. Ein Masseur gehört zum Fußball dazu. Nein, also das lasse ich nicht gelten. Aber Mähdrescher, ne? Also, nee, das bitte. War ja nur einfach so. Ah, ja. Sportler, wurscht. Das geht ja, ich schreibe Masseur zu, durch, wurscht. Fußballbegriff. Habt ihr keinen, oder was? Doch. Na ja, eben, bitte. Aber das hat ja kein Fußballbegriff. Ach Gott, Sportler. Mittermeier. Mittermeier. Rosi Mittermeier. Also die. Ich habe jetzt gehabt, du machst nein. Mittermeier. Michael. Ne? Mondschein habe ich. Also. Verein? AC. AC. Milan. Montpellier. Das war mal mein 10, 20, 30, 40, 50. Udinese ist es geworden, ne? Ja. Und wie das dort 30, war, sagen 30, wir jetzt nicht, 50, ja? 60, 70, 80 hätte ich im Angebot. Ja, genau, ich auch. Wir steigern uns. Wieso? Hinten der Fußballbegriff. Hinten raus sind wir besser. Ah ja, du hast den Fußball. Hinten raus sind wir besser. Boah, der Ostliga-Kicker ist ein Wahnsinn. Ja, das stimmt, das ist unfassbar. Aber einen anderen Fußball, hat man Fußballbegriff mit M? Ja, was ja. Aber nein, der zählt nicht. Das, das kann nicht sein. Das ist ja Lampe, Fußballbegriff. Ein Flutlicht Lampe. Heißt es dann. Ja, ja, aber der Flutlicht ist ein Fußballbegriff. Ist auch eine Lampe. Ja, ist okay. Ach Gott, sag einen Buchstaben. Ich lasse dir den Vortritt. Du bist dran. Ich bin nein, dran. Nein, okay. A. Sind wir bei X, oder was? Also jetzt X stehen wir, oder? Stopp. O. Okay. Achso, habe ich falsch geschrieben. Muss ich nochmal. Gib mir nochmal Zeit, ich habe jetzt falsch geschrieben. Okay. Ich gebe dann 9 Zettel. Oh, ist schwer, glaube ich, oder? Bam, 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 bam. Ostliga-Kicker mit O? Denke ich gar nicht drüber nach. Klar. Weißt du schon wieder mal kennen? Ist ein Wahnsinn. Eine Sportart mit O. Ich weiß schon eine. Eine Sportart, die ich sicher nie ausüben werde. Boah, ich bin nur im Schlauch. Darf ich auch Englisch? Ups. Glaubst du, das habe ich hingeschrieben? Was? Glaubst du, das habe ich hingeschrieben? Genau. Das ist schlecht. Schlechter wie Masseur? Ja. Dann habe ich wenigstens. Aber Schiedsrichter ist. 10 Sekunden noch. Ja, ich will Sportart. Arm drücken. Arm drücken. Arm. Ich habe keinen Sportler. Stopp.
Kein Schwartler. Oslo. Osnabrück. Okay. Land, Oman. Klassiker. Fluss, oder. Klassiker. Oder eine Friedensgrenze. Name. Oleg. Oliver. Sportart. Orientierungslauf. Ach du Schande. Ostliga-Kicker. Harald Otto, Dormann. Ja. Auch nicht, naja. Kann ich mal Schiedsrichter nicht. Fußballbegriff Offside. Da geben wir uns die 5 Punkte. Ja, super. Kerstin Otto. Das stimmt, ja. Verein? Osnabrück. Mhm. 5. Also ich glaube, wir sind gleich. Nein, 10, 20, du hast 40, den Ostliga-Kicker. 50, 60 habe ich. Warte mal. 10, 15, 25, 35, 40, 50, 55. Gleich? Wie viel hast du? 60. Dann habe ich verloren um 5. Ah, Wahnsinn. Ja. Carsten, du bist nicht der Erste und wirst nicht der Letzte sein. Glaube ich. Ich glaube, du sollst ein bisschen üben zu Hause. Na, ich werde jetzt, werde jetzt die Nachnamen üben. Der Ostliga-Kicker. Ja. Ein paar Fragen habe ich noch, ein bisschen Zeit bleibt uns noch. Du warst ja selbst einmal Fußballer, nicht nur Trainer. Rapid, ein Ex-Club von dir, derzeit gut unterwegs, gut aus den Startlöchern gekommen. Was glaubst du, ist noch möglich für die Rapidler? 2. Platz. Mehr glaubst du nicht mehr? Oh, dafür sind die Salzburger zu stark. Also ich glaube, jetzt haben sie den Lars gestern geschlagen, glaube ich, 4-1. Ich glaube, Salzburg ist nur... Ist durch. Weil auch noch Torverhältnis. Also es sind, glaube ich, 6. Also im Endeffekt sind es 7 Punkte. Das ist ein bisschen zu viel. Aber 2. Platz für Rapid, sicherlich ein Erfolg, oder? War ja gestern schon zu... Ist das für einen Vorteil oder ein Nachteil? Den 2. Platz? Weil du musst ja dann, wenn du ausscheiden solltest, kommst du ja und dann musst du noch 2 Runden spielen und als 3. bist du gesetzt. Genau. Aber ich glaube, das ist immer, man sollte immer das Höchste anvisieren und ja, das wäre die Champions League. Das glaube ich auch. Ein anderer Verein, bei dem du auch ein paar Erfolge gefeiert hast, das war nicht Udinese, obwohl du gut performt hast dort. Nein, habe ich nicht. Nein, ihr seid erfolgreich. Ihr habt gut performt, genau, ihr wart erfolgreich, aber ja, lassen wir das weg. Bayern München. Hansi Flick macht dort, glaube ich, einen tollen Job. Ja, also die haben sich sehr gut, er hat das jetzt gerade, glaube ich, auch drin. Auch die ist eine gewisse Ruhe von den Spielern, also weil er wechselt nicht viel, also muss man schon sagen. Aber sie spielen sehr gut, haben jetzt auch ein bisschen Glück gehabt. Frankfurt hatte sehr am X dran, also wäre natürlich dann in die Verlängerung gegangen, aber Frankfurt hat sie in der zweiten Halbzeit hergespielt, was auch passieren kann. Also man merkt halt dann auch schon, dass sie das noch nicht voll gehen können. Aber der Neue hat gesagt, wir können auch Arbeit siegen und das gehört auch dazu. Und jetzt werden sie halt, glaube ich, zum 9. oder zum 8. Mal hintereinander Meister. Ich glaube, 9. Mal, oder? Auch nicht schlecht. Gut, bist du ja auch geworden, oder? Mal deutscher Meister, ja, aber nicht so viel am Stück. Nur 3-mal am Stück. Nur 3-mal. Ah, und das Letzte, was ich dich fragen wollte, wann drehen wir eine Carsten Janka-Doku? Überhaupt nicht. Gar nicht, warum nicht? Wir hätten so viel Stoff, Mattersburg, Durban, Carsten, gibt es dann noch, Mattersburg, Rapid, Bayern, also ich glaube, ich haben viele Legenden etwas zu zählen, in Italien genauso, also wäre das nicht interessant? Nein, wäre für mich nicht interessant, nein. Wäre nicht interessant. Muss ich nicht haben, nein. Okay. Ich schaue es mir auch kaum an, also muss halt schon nicht zum Fernsehen kommen, wenn ich das anschauen würde. Also ohne jetzt böse zu sein. Also ja. Ich habe es mir jetzt noch nicht angeschaut. Das, was ich mir angeschaut habe, war Nowitzki, also wenn eher andere Sportarten, so Dokus über Dings. Aber schade, hätte ich gern gemacht. Mit Til Schweiger vielleicht. Mhm. Til Schweiger und ich, Regisseur, du in der Hauptrolle. Ich lerne erstmal noch Stadtland aus Liga 3. Carsten, ich sage danke, dass du da warst. Viel Glück natürlich in der neuen Meisterschaft, dass die nicht abgebrochen wird, wenn ihr Erster seid. Und dass es vielleicht ja wieder mit dem Titel klappt. Und davon muss man halt noch ein bisschen bei der Mannschaft schrauben. Ja gut, der Titel ist erstmal, glaube ich, für jeden... Einige, du hörst ja auch, einiges werden investieren, eine Menge. Das stimmt. Und ich glaube, für uns wird es erstmal und auch für alle Vereine erstmal schauen, wie man aus der Corona-Pause rauskommt. Also da ist jetzt erstmal das Ziel für nächstes Jahr, kann nicht ausgesprochen sein. Wir wollen wieder vorne mitspielen, aber man muss natürlich auch sehen, wie danach der Kader ausschaut. Ne? Und die Infrastruktur wird auch angepasst, dass man vielleicht auch irgendwann einmal nach Höherem strebt wieder. Carsten, ich sage danke fürs Dasein, fürs Vorbeikommen in der 3. Liga bei uns. Und bei Ihnen bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen hier bei uns auf krone.tv, die 3. Liga. Und wir kommen wieder.